Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan Bettest. Ja, ihr habt im Thumbnail schon gesehen, wir wollen mal so ein paar RH10er hier ein bisschen abnerven, also ein bisschen vermöbeln oder ein bisschen abdippen. Denn ich habe natürlich dieses Event hier genutzt. Ich weiß nicht, ob ihr schon fertig habt. Ich fange es jetzt gerade erst an mit meinem Rathaus Elver und auch mit den anderen Rathäusern habe ich noch nichts gemacht. Also komme eigentlich gerade relativ frisch ins Game rein. 300 EP, 100 Gems, das ist natürlich echt super. Und ich würde sagen, wir hauen auch gleich rein. So ein bisschen habe ich mein Format ja jetzt im letzten Video mal stark verändert, muss ich sagen. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Und mal sehen, wo wir richtig Ressourcen mitnehmen. Also ich habe hier eine relativ stark dunkle Truppe am Start. Und allerdings hier noch ein bisschen zu viel Elex. Die nächste Truppe sieht dann auch schon noch ein bisschen dunkler aus. Also zumindest was das was die Truppen angeht. Und wir wollen natürlich so ein bisschen Lot reinfahren hier, vor allen Dingen Elex, das habt ihr gestern gesehen. Oh, heieieiei. Okay, Multi-Infernos, die kommen uns entgegen. Die Multi-Infernos kommen uns natürlich entgegen. Und ich würde sagen, ich gucke jetzt mal. Ja, das ist jetzt eigentlich ist eine Armee. Ich kann jetzt mit Riesen vorweggehen. Und ich könnte natürlich, also die Riesen in Heilung. Und wir schicken die restlichen Truppen dahinter, oder aber wir gehen, ja, ich glaube, wir machen das einfach mal so. Wir nehmen die Riesen hier mal in Heilung rein. Wir nehmen hier die Riesen mal in Heilung rein. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen funneln hier, damit unsere Walküren denn auch reinlaufen und nicht rumlaufen. Das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Und mal sehen hier, ob meine super neue Truppe hier schön durchgeht. Jawohl, die geht schon mal nicht schlecht durch. Dann nehmen wir hier die Queen. Wir nehmen hier den King. Was habe ich in der Clanburg? Suboptimal, würde ich mal so sagen. Und mal sehen. So, jetzt können sich die Walküren hier so ein bisschen durchprügeln, würde ich mal so sagen. So, was habe ich an Zaubern dabei? Jawohl. Was habe ich an Zauber dabei? Die Mauer war ja kurz mal in Wut gebracht hier. Echt super Sache. So, dann hauen wir hier mal einen Sprung rein. Und ich habe noch ein bisschen Clean Up hier. Jetzt müssen wir mal gucken, der Inferno, die Infernos, okay, ich hätte jetzt fast gesagt, ich weiß, die Armee ist nicht so stark und nicht die Armee, die Base ist nicht so stark, die Armee ist schon stark, gar keine Fragen, aber ich finde, der hatte so richtig die passenden Ressourcen für uns und da hinten soll uns auch nicht der Tesla nerven, würde ich sagen, damit wir hier auch alle Truppen nutzen. Müssen wir mal grad gucken, King zünden, Warden zünden. Und die Queen auch gezündet. Ja, das ist natürlich super, super Sache hier. Die Armee war eigentlich viel zu teuer, aber das Elex ist natürlich echt super, denn mein Labor läuft schon einen Tag leer und meine Helden brauchen jetzt kaum regenerieren. Das heißt, wir können gleich wieder reinhauen. So ein bisschen Bauzeit habe ich, glaube ich, und ein bisschen Reckzeit. Ich muss mal gerade reingucken. Und das war jetzt natürlich ein relativ schwacher Elfer. Ja, so ein bisschen Bauzeit. Meine Lager sind noch nicht ganz voll. Aber ich würde sagen, wir trainieren die Truppe ruhig mal nach. Ich glaube, die war ganz gut. Wir haben einen Sprung verbraucht. Wir haben einen Wut verbraucht. Wir haben zwei Wut verbraucht. Und dann trainieren wir die ruhig nochmal nach. Mal eben schauen. 4, 10, 6, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 6 Magier, könnt ihr euch ja vielleicht mal notieren. Ich hatte 8 Mauerbrecher dabei. Ja, die schönen Maxed Mauerbrecher gefallen mir wirklich gut, muss ich sagen. Habe ich auch mit im Klankrieg angegriffen. 1-1, also 1-1, 8 hiervon. Ich glaube, 7 Stück muss ich. Ich glaube, 7 Stück muss ich nutzen. Und ich nutze einfach noch ein paar Bowler dazu. Halt. Oh, Alter. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Bowler noch dabei. Und dann müsste das eigentlich passen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, was fehlt denn da jetzt? Was fehlt da jetzt? 4, 6, 8, 10. Oh, da kommt ein Heiler raus. Scheiße. Eieieiei. Halt. Hier fehlt mir was. Deswegen passt das nämlich gerade nicht. Wo ist meine Armee? Jetzt muss ich hier schon was rausschmeißen. Ah, ne, die Heiler sind noch nicht ganz durchgelaufen. 2, 34. 2,59, ja, irgendwas,
passt hier in der nächsten Armee jetzt nicht. Aber so, jetzt haben wir es aber 6. 1, 2, 3, 4, 5. Na doch, wir nehmen ruhig mal wieder die 5 hier mit bei und dann 2 Magier, okay. So passt es wieder. So, so ein bisschen laufen die jetzt nach und da wollte ich eigentlich gar nicht rein. Also so ein bisschen habe ich mein Format hier gewechselt. Also ich zeige euch nicht mehr die ganzen CKs, denn der eine oder andere hat mir denn doch geschrieben. Ich nehme das ja auch immer gern zu Herzen hier, also ich sehe Clankriege sehr, sehr gerne und ich kenne einige, die Clankriege auch sehr, sehr gerne sehen. Also gute Angriffe, coole Taktiken und natürlich auch Bases. Das kommt noch dazu. Jetzt muss ich mal gerade reingucken, wo hier der Kollege denn eigentlich reingegangen ist. Der Kollege Toy Machine hier. Ich glaube, es war hier unten. Und deswegen will ich das mal so ein bisschen, also kleine Formatsänderungen, immer mal wieder ein bisschen was von mir zeigen. Und auch natürlich in den CKs hier so ein bisschen was mitnehmen, aber halt nicht mehr so viel und nicht mehr alles. Ich nehme sicherlich auch alle Rathausstufen wieder mit rein, denn ich bin mit den anderen Accounts natürlich jetzt nicht unbedingt in so High-Level-Clans online, so was wir hier haben. Also wir sind hier ja doch schon einiges an Elva, einiges auch an Engineered. Also auch dort haben wir hier etliches und deswegen, ich hoffe, das ist euch ganz recht, dass ich einfach mal ein bisschen mehr mache, mal ein bisschen mehr, ich meine, ihr kennt das Clash-Alltag, das ist der Clash-Alltag und trotzdem ist das hier ein schöner Angriff gewesen. Ab und zu spreche ich natürlich auch mal mit den Leuten rüber und sage, Mensch, was könnte ich denn zeigen, denn so ganz alleine möchte ich das dann auch nicht unbedingt entscheiden. Klar, kann ich das, da ich ja auch alle Angriffe hier gesehen habe. Und ihr habt auch gesehen, wir haben 59 Sterne geholt. Also wir haben hier wieder nur einen Stern im letzten Clankrieg offen gelassen. Das ist natürlich super. Und hier unten gibt es noch einen Troll-Tesla. Der darf sich jetzt gegen 2 Hexen schlagen. Das wird er natürlich nicht schaffen. Gar keine Frage. Ecken sind alle schön mitgenommen worden. Und ich denke, das ist ja auf jeden Fall auf den Elver hier ein schöner Angriff gewesen. Und so sind das hier von 10 auf 7, also auf das RH11 hier 3 Sterne gewesen, auch wenn das RH11 nicht so schwer war. Aber ich meine, ihr seht hier die Masse an Truppen, das ist schon der Hammer, was hier alles noch über war. Und das war dann schon so ein kleiner, ja, ich hätte es mal fast gesagt, Overkill. Und einen kriege ich aber sicherlich noch rein. Ja, super, immer dann, wenn man es nicht gebrauchen kann. Ne? Also mein lieber Junge hat gerade durchgerufen, ja, PC-Probleme oder Internet-Probleme irgendwo. Der ist heute Nacht oder die nächsten 2 Nächte woanders. Und wir haben unsere Armee hier aber schon wieder fertig. Habt ihr ja eben schon gesehen. So viel Bauzeit hatte die dann auch nicht. Und nach dem 1CK-Angriff, also wo war ich? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Also Format so ein bisschen geändert. Ich werde also selber so ein bisschen mehr von mir zeigen, denke ich mal. Ein bisschen Farmen, ein bisschen Taktiken. Ich bin ja nicht der so super Taktik-Freak, aber wir werden auf jeden Fall immer mal wieder so ein bisschen was mitnehmen hier. Vor allen Dingen heute so, Walküren-Event ist ja nicht schlecht. Was natürlich noch viel besser wäre, wenn wir jetzt einen Gegner finden, ohne dass ich euch lange damit quäle. Oh. Oh. Den nehmen wir mit. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, von welcher Seite. Jetzt habe ich auch keine Heiler. Ich habe dafür jetzt 2 Golems mit drin und ich habe natürlich immer noch die Loons hier drin. Okay, ja, dann gehen wir, ich würde sagen, wir gehen hier über so ein Stück Ecke hier mal rein. So, wo gehen die denn alle hin? Ah, okay, die gehen alle dahin. Dann kann ich hier schon mal so ein bisschen mit Magiern freimachen. Und jetzt muss ich mal ein bisschen näher reingehen, um zu gucken, dass hier meine Mauerbrecher super rennen. Jawohl, die rennen schon mal nicht schlecht hier rein. Helden nehme ich immer erst die Queen, Warden und dann den King. So, oh, ah, ja, da kommt Clanburg raus. Clanburg. Was? Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Shit. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Oh, und ich habe kein. Oh, Eieieiei. Das war meine zweite Armee. Shit. Oh, die war ja völlig vergeicht. Meine Herren. Alter, die habe ich ja völlig verpeilt.
Jetzt muss ich natürlich noch gucken, dass ich hier irgendwo was hole. Ach, den habe ich jetzt. Den habe ich total verpeilt, den Angriff. So ein Mist auch, ey. Ah, das nervt mich sowas von ab gerade. Oh, naja. Toto, was willst du machen? Da musst du jetzt durch. Der Angriff war Murks. Ressourcen trotzdem drin, aber trotzdem nervt mich das ab. Das hört er auch gerade. Und weil ich krieg wahrscheinlich das Lager. Kriegen wir das noch hier? Oh, ich hoffe, das kriegen wir noch irgendwie. Der Warden ist der einzige Überlebende. Nein, ich krieg das Lager nicht mehr. Ah, tolle Wurst. Also das nervte mich jetzt echt gerade ab. Vielleicht liegt es auch mal wieder an der Handyaufnahme. Mal sehen. Okay, das ist weg. Schaffen wir da noch was? Ich glaube, bis zum Lager werden die nicht mehr kommen. Ah, das... Mann. Das nervt mich echt ab. Naja, egal. Was will ich machen? Ein paar Ressourcen haben wir in jedem Fall geholt. Nächste Armee baut auf jeden Fall. Und damit die ein bisschen schneller baut, würde ich mal sagen... Ja, ich gehe einfach mal in den Shop. Ich gehe mal in den Shop. Ich weiß, ihr denkt jetzt auch, ey, was geht mit dem Toto? Was geht mit dem Toto? Der Toto kauft dieses Paket einfach eben mal. Und, der Toto kauft eben mal das Paket. Und, der hat ja 11.000 Gems. Ja, hat er. Aber, für 1,09 Euro kann ich mir das einfach mal gönnen hier, um meine Juwelen einfach noch ein bisschen weiter aufzufüllen. Denn, ich habe ja auch reichlich Juwelen auf dem Account hier bekommen. Da kann ich das einfach mal machen. So, Zahlung erfolgreich, da ist es drin. Also kurzer Cut, damit ihr nicht alles so seht. Und damit sind wir um 80 Gems reicher. Fordern hier jetzt mal was Sinnvolles an. Also ich stand natürlich drin, egal und nix. Also ich nehme jetzt mal Boden. Bodengift, denke ich mal. Boden, oh, wie lange steht denn das da im Bild? Bodengift, oh. Hoden steht da jetzt, ne? Hoden. Ne, Boden. Boah. Naja, Hodengift. Hodengift. Und wir gönnen uns den Trank, den wir gerade dabei gekriegt haben. So, es gibt zwar wieder Tränke, aber mein Labor ist leer. Ich muss das Labor hier wieder auffüllen und das ärgert mich. Das ärgert mich unheimlich. Denn ich wollte euch ja wenigstens noch einen zweiten CK-Angriff zeigen hier. Ich hatte mir die Nummern auch vorher schon rausgesucht von Tollmaschinen. Ah ne, von Tollmaschinen haben wir schon gesehen. Dann nehmen wir den hier. Nehmen wir den hier von Smiley Smiley Grins Grins. Also 18 auf die 4, also ein Engineered Account auf die Nummer 4 hier. Jetzt muss ich mal sehen, wie er da reingekommen ist. Ah, okay. Da ist er hier unten reingekommen. Ah, ich bin immer noch so... Es ärgert mich echt. Ich habe so gut vorbereitet heute. Ich nehme ja heute auch mal wieder am Handy auf. Extra, damit ich die Truppen so ein bisschen netter setzen kann und ich keinen schwarzen Rand rechts und links habe, wie immer am Tablet. Und vor allen Dingen über die Mobile-App, die immer besser wird. Aber nein, dann kommt erst ein Anruf rein, dann mache ich so einen Scheißangriff. Okay, die Ressourcen habe ich gekriegt, aber sind wir mal ehrlich, so richtig dolle war das nicht. Aber wir haben jetzt schon zwei Erfolge drin mit den Valkyren vor allen Dingen und sehen hier nochmal einen schönen... schön Bowler Walk vor allen Dingen, also schöner Bowler Walk rechts, links mit Bowlern und dann geht's ab durch die Mitte mit Bowlern. Also hier only Bowler mal, die Heiler gehen jetzt noch ein bisschen mit. Na, mal sehen, die werden jetzt natürlich auch ein bisschen gebrutzelt. Aber die 30er Queen, also ihr seht das hier selber, 30er Queen, 24er King, 20er Warden und Max-Truppen. Das geht schon, das rockt schon und das ist jetzt keine so schlechte Base hier, also es ist kein Maxed Out Elva, aber es ist eine Elva Base hier mit Adler Dev und allem drum und dran und dann kann man das hier doch sehr sehr gut rocken. Ihr seht das hier, die Queen ist immer noch zündbar und es ist eine Rathaus 9er Queen, so will ich es mal besagen, aber klar, so ein bisschen als Engineer Account, da kannst du natürlich so vorgehen hier und wenn du die Max Truppen hast und auch vor allen Dingen dann 260 Truppen, dann geht das hier richtig gut durch die Base. Okay, die Heiler werden den Weg hier nicht überleben. Das werden sie nicht schaffen. Und alles. Okay, da oben geht's noch ein bisschen weiter. Ich spule euch das mal ein bisschen weiter vor. Wir haben ja vorher schon gesehen, dass das ein super Dreier ist. Und wir hier nur einen Stern gelassen haben auf eine Base.
ist das schon mal wieder ein sehr, sehr starker CK gewesen. Aber wir haben ja jetzt auch einen bockschweren Gegner, muss man sagen. Und der Clani hat vor 70 Tagen gegen den Gegner, gegen den wir jetzt kämpfen, leider verloren. Aber damals, habe ich jetzt mal nachgelesen, war es wohl noch nicht so super mit dem Zeitmanagement und auch mit den Rathäusern nicht. Also war die Truppe hier längst nicht so gut. Und wir machen in jedem Fall noch einen dritten Angriff. Ja, ihr werdet natürlich sagen, ja, der Toto, der holt sich immer nur so leichte Gegner. Ja, so leichte Gegner hole ich mir natürlich immer gerne, wenn sie richtig viel Ressourcen haben. Und der hier hat 502.000 Elex für mich. Ich brauche mehr Elex als alles andere. Und ich würde sagen, den machen wir in jedem Fall. Ich weiß nur noch nicht, wie. Da wollen wir jetzt mal schauen. Ich denke mal, Luftabwehrkanone, Bogenschützenturm. Wir starten hier unten mal am Bogenschützenturm mit einem Queenwalk und dem Kollegen Warden. Ja, wir nehmen mal diese beiden hier, glaube ich. Die sind ganz gut. Und mal gucken, wie wir uns in so einem Angriff schlagen. Ich muss auch mal so eine Base angreifen. Hier, klar, gewinnt man hier in diesem Event, also ich zumindest, natürlich Pokale wie blöde. Und das ist natürlich sehr, sehr uncool, dass da schon auf meine Queen geschossen wird. Dann habe ich die gleich schon nicht mehr. Das heißt, die müssen ja mal ein bisschen schneller vorankommen, dass die aus dem Blick dieser aus dem Blick hier rauskommt. Und jetzt habe ich einen Finger über den Warden. Okay, brauche ich gar nicht haben. Dann kann ich hier jetzt meine restlichen Truppen hier reinschicken. So. Mauerbrecher hier rein. Na komm. Da gehen sie jetzt auch. King hier mit rein. Wo ist mein Sprung? Da ist mein Sprung. So. Die musste ich allerdings jetzt schon setzen. Die spamme ich hier jetzt mal rein. Und ich weiß gar nicht, was ich in der Clanburg habe. Oh, ich habe Riesen in der Clanburg. Das ist nicht schlecht. Okay. Kleines Chaos hier gerade, aber ist nicht so schlimm. Sieht noch ganz gut aus hier. Überall Truppen am Laufen. Oh, ich habe auch noch Zauber hier ohne Ende. Das ist natürlich nicht schlecht. Dann kann ich hier noch mal ein bisschen was machen zumindest. Kann die hier noch mal richtig wuteln. So. Aber ich glaube, dass... Hier hinten geht ja noch was. Okay. Ich verbrauche in jedem Fall alle Truppen hier. Das ist gar keine Frage. Das machen wir in jedem Fall. Und ich verbrate hier auch jeden Zauber. Entschuldigt, dass ich gerade ein bisschen nach unten gesprochen habe. War jetzt suboptimal. War eine etwas schwerere Base. Aber wir haben immerhin den Stern drin. Denn wir müssen dieses Valkyren-Event ja auch gewinnen. Das kommt ja immer noch dazu. Also wenn ich ja dann einmal verliere, dann habe ich zwar ein paar Ressourcen, aber ich habe das Event nicht gemacht. Ich habe das Event jetzt dreimal gemacht. Das ist in Ordnung. Und ich habe... Boah, Ich habe jetzt, glaube ich, ganz nett Ressourcen geholt hier. Das reicht für mich in jedem Fall. Wehrt sich eigentlich der Warden? Das weiß ich gar nicht. Ja, der wehrt sich. Okay, der wehrt sich. Und der würde jetzt noch die nächsten 28 Sekunden sicherlich das Goldlager hier machen. Boah, ja, das machen wir mal. Und dann habe ich da eben mal 20 Sekunden rausgeschnitten. Ist, glaube ich, ganz angenehm, bevor wir uns hier 40 Sekunden Warden angucken. Ja, suboptimal, aber wir haben gewonnen. Also hier, so wie ich es immer sehr, sehr häufig sage, ein Tod müssen wir hier sterben. Und wir bauen die Truppe aber ruhig nochmal nach. Bei der anderen Truppe muss ich mich nur ein bisschen konzentrieren, denn ihr seht das. Bei der anderen Truppe habe ich 4 Erdbebenzauber dabei, um mir einfach die Base aufzusprengen und ein bisschen Elex zu sparen, denn mein Labor ist immer noch leer. Und Ziel war aber, dass ich hier eine Kanone weiter levele, und zwar diese hier. 7,5, die hätte ich jetzt schon, denn ich habe ein bisschen was in der Clanburg, aber die Clanburg will ich erstmal jetzt voll machen, denn mit den 10.000 Dunkles hätte ich dann den dunklen Pott auch voll. Das will ich erstmal vermeiden. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem hier gefallen. So ein bisschen 10er vernaschen war ja jetzt doch nicht, waren ja doch 11er dabei. Also ich hoffe, ihr habt euch nicht vom Thumbnail täuschen lassen, und ich würde einfach mal sagen, bis dahin, euer Toto. Flasht.